Ja, heilsames Malen in stressigen Zeiten ist mein heutiges Thema. Und dieses Video richtet sich an sensible Menschen, an hochsensible Frauen. Ja, oder einfach an, wenn du dich momentan im Stress befindest, dann ist dieses Video vielleicht oder genau richtig für dich. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und hochsensitiv. Und auf meinem Kanal geht es eben um Kunst und Therapie im Dialog. Ja, und ich befinde mich momentan in einer stressigen Situation, aber zuerst mal kurz zum Material. Ich bin ja gerade in Bayern und das, was du hier heute siehst, sind Farben, die ich immer mitnehme, also immer dabei habe. Das heißt, ich kann oder ich male überall, wo ich mich gerade befinde. Und heilsames oder intuitives Malen in stressigen Situationen ist jetzt hier ein abstraktes Bild. Ich nenne es immer gern diese Tupftechnik. Tupfen oder Klecksen. Klecksen statt Klotzen. Ja. Und meine Situation momentan, ich löse die Wohnung meiner Eltern auf, was bedeutet, dass es erstens mal natürlich ein großer körperlicher Akt ist. Also ich trage viel, schleppe viel und. Aber viel wichtiger oder viel intensiver ist natürlich das Emotionale, das Loslassen, die Dinge nochmal betrachten, bevor sie weitergegeben werden. Ich habe also viel verschenkt etc. Aber im Endeffekt nimmt man halt doch jedes Teilchen in die Hand. Vieles kenne ich aus meiner Kindheit, manches war jetzt neu für mich. Ja, und da befinde ich mich momentan. Und für mich ist es definitiv, es ist Stress. Also für meinen Körper und auch für ja, die Seele, ob jetzt die Seele in Stress geraten kann, das glaube ich jetzt nicht. Aber mein Körper befindet sich im Stress, also das auf jeden Fall. Und das heißt dann für mich, also meine Empfehlungen für dich, täglich Inventur. Ja, also ich schreibe nach wie vor auch hier in Bayern täglich meine Inventur. Da betrachte ich den Tag, den Vortag. Dann, was kann ich verbessern, was lief gut und so weiter. Und die zweite Empfehlung, also was ich auch natürlich persönlich anwende, das tägliche Innehalten und Malen. Und da reichen oftmals 10 Minuten, 15 Minuten am Abend. Mehr ist es manchmal bei mir auch nicht. Gerade momentan. Reicht völlig aus. Ich nehme die Farbe in die Hand, aufs Papier, atme durch, und es ist herrlich, fließen lassen, ich komme bei mir an, ja. Ich kann nebenbei mir schöne Affirmationen sagen, ich bin in Sicherheit, alles wird gut. Ich genieße den Farbverlauf. Ja, das alles passiert eben bei diesem Malen, bei diesem täglichen Malen. Und Aquarell eignet sich diesbezüglich sehr gut, weil du kannst es, der Arbeitsplatz ist sofort aufgeräumt. Ja, du kannst die Farben, ja, mein Gott, man stellt sie irgendwo hin und benutzt sie am nächsten Tag wieder. Es ist unproblematisch, was jetzt bei Acryl weniger wäre. Der Fall ist. Ja, mit diesen Stiften, die du immer wieder siehst, jetzt hier auch gerade, das ist Halt. Ja, da gebe ich mir Halt im Tag, Halt in stressigen Situationen, was sehr wohl geht, ja, sich selber Halt zu vermitteln. Ja, und eine weitere Empfehlung, achte auf deine Ernährung. Also da muss ich
ganz klar bei mir, ich bin auch nur eine Übende, ja, also ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich bin auch nur eine Übende, ich mache auch jeden Tag mindestens 3 Fehler. Und durch das ich natürlich sehr, sehr viel schleppe, giert der Körper nach Kohlenhydrate und mein Zuckerkonsum ging nach oben. Und das hatte zur Folge, dass mein Körper rebelliert. Das ist natürlich dann ein Rattenschwanz, der dem Ganzen folgt, ja, weil ich vertrage keinen Zucker, also nicht so viel, ja. Mein Körper fängt an zum Rebellieren. Ich kriege Durchfall, Blähungen, ne, alles, was halt dazugehört beim Reizdarm, bei Hochsensibilität und. Ja, und das bedeutet, das ist am nächsten Tag häufig nicht vorbei, die Ernährung dann wieder zu optimieren. Ja, da stehe ich momentan. Aber jetzt würde mal mich interessieren, wie gehst du mit Stress um? Welche Empfehlungen hast du für die Gemeinschaft? Du kannst es gern hier unten drunter schreiben, dass eben andere User mit davon profitieren können. Ja, würde mich mal interessieren. Schreib gerne, hinterlass gerne einen Kommentar mit deinen persönlichen Empfehlungen. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Sonntag. Hier bei uns in Bayern regnet es gerade, also am Ammersee. Und bis bald. Tschüss.